Moin und schöne Grüße aus Delmenhorst. Ja, was soll ich sagen? Also die Delmenhorster Innenstadt ist zumindest hier am Ende bis jetzt ziemlich tot. Und eine Spielothek reiht sich hier an die nächste. Ja, man hört auch ein bisschen Gerüstarbeiten hier. Ist aber auch nicht so der Bringer. Ne? Ach hier, früher war hier auch meine Selbstverteidigungsschule drin. Ist hier scheinbar auch nicht mehr. Ja, alles weg hier. Naja, was soll's. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal heute mal so ein bisschen Delmenhorst hier. Hier Innenstadt, also ein paar Orte haben wir schon besucht, aber nicht gefilmt. Und das holen wir jetzt nach. Na? Immerhin Teddy Deichmann sehe ich hier schon. Ernstings Family ist wie Intersport. Alle da. Und mein persönliches Highlight kommt gleich ein Stück weiter vorne. Und da nehme ich euch natürlich wieder mit. So, mittlerweile hier angekommen. Und zwar bei Otto. Ja, Idee und Spiel, Karl Otto. Oder Fedes, wie auch immer wollt. Ist klar, der ist natürlich nicht ganz günstig. Aber reingucken können wir trotzdem mal, wa? Machen wir das einfach mal. Dann wollen wir mal gucken. So, wir gehen jetzt in die erste Etage. Das ist wie früher noch. Und wollen wir mal gucken. Lego. Jo. Immer noch wie damals. Nur einen geileren Aufsteller haben sie jetzt. Cool. Ja, wie früher. Immer noch. Das war so meine Ecke. Nicht wirklich viel. Das ist nicht wirklich kleiner. Also nicht wirklich viel kleiner geworden. Im Verhältnis zu damals. Also minimal vielleicht, aber nicht viel. Ja. Ja. Hat sich nicht viel getan, aber trotzdem immer noch geil. Jede Menge Puzzle hier, nach wie vor. War früher auch schon so. Ja. Farben und hast du nicht gesehen. Ha? Ja, das sind so Wunschdinger, sag ich mal. Naja, wenn du hier so diese Geburtstagsbox oder so, ne? Ja, das ist die Treppe runter. Immer noch identisch wie früher. Wahnsinn. Immer noch der gleiche Teppich. Also ich sag mal so, der Laden ist immer noch eine Empfehlung wert. Nach wie vor. Bei dem Karstadt früher war das hier meine zweite Anlaufstelle. Und ja, das ist eigentlich quasi unverändert. Ich bin hin und weg. Geil. Schön. Das freut mich richtig. So, C&A da drüben befindet sich auch im Wandel. Ne? Also ist auch ziemlich im Umbau oder schon umgebaut. Und wenn mich nicht alles täuscht, war hier früher auf der Ecke, wo jetzt EWE drin ist, Benetton drin. Jo, jetzt sind wir gerade in der Bahnhofstraße, machen nochmal einen Ablieger. Und mal gucken, ob wir unseren Lieblingsgriechen wiedersehen. Na? Jo, auch mal schauen. Ah, herrlich. So, wollen wir mal gucken. Hier ist der Buchholzjuwelier, der ist neu. Ja, aber nicht an der Stelle. OLB. Oldenburger Bank. Genau, Oldenburger Landesbank. Ja.
Juwelier filigran. Alle da. Ja, die Sparkasse hier, die ist auch neu. Hier war vorher auch was anderes. Ja, das ist komplett umgebaut. Kosmetikstudio. Und hier kommt es dann langsam, ne, zusammengepuzzelt hier, Landessparkasse. Ja. Da drüben auf der Ecke, wo jetzt die LWS drin ist, in dem roten Backsteingebäude, da war früher Akropolis drin. So, und irgendwo sollte ja tatsächlich hier jetzt auch sein. Wir wissen nur nicht wo. Ja, hier ist ja noch einmal eine Kirche, falls Interesse besteht zum täglichen Gebet. Also hier jetzt Bahnhofstraße, ne? Müssen wir immer noch lang. Und ja, ich bin jetzt schon aus der Puste. Ah, ich sehe ihn. Tatsächlich. Da ist er. Da kann ich schon das Schild sehen. Jo. Ja, dieser hat sich echt gewandelt. Also sag mal, ich war irgendwo zwischen 2006 und 2009 hier das letzte Mal. Ne? Also wirklich jetzt intensiv in der City. So. Das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Und hier ist er. Akropolis. Und da werden wir jetzt dinieren. So, ja. Wie immer, wenn man das Video beginnt, sage ich immer so. Wir sind jetzt hier direkt drin. Ne? Und ja, haben uns auch gleich was bestellt. Also ich persönlich natürlich griechische Art, ne? Also Gyros Pita, also der griechische Döner. Und ja, Pommes, Mayo plus Cola, ne? Weil Uso geht leider nicht, weil ja, ich muss noch fahren und das ist das Problem, ne? Sonst hätte ich mir auch noch vielleicht einen kleinen Uso gegönnt, so zur Feier des Tages. Ja, schon lecker hier. Jetzt müssen wir aber warten. Wie gesagt, es ist Jahre her, wo ich hier war, aber das Essen immer noch identisch wie damals. Und wirklich gute Portionen. Also ich sag mal, für den Fahrmarkt, ne, wie man dafür bezahlt, bekommt man wirklich eine Menge. Also echt klasse. Meine Frisur ist durcheinander. Aber, aber egal. So, ja, ich würde sagen, dann holen wir mal rein, wa? So, also heute haben wir auf jeden Fall mit Regen zu kämpfen. Wir sind jetzt gerade durch. Hammerlecker, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Na? Und gleich daneben ein kleines Stück der Delme. Ja, und ansonsten mal quer durch die Augen gerieben und dann läuft das wieder. Na? Aber ansonsten hier jede Menge andere Shops wieder dazugekommen. Andere dafür raus. Also ständiger Wandel hier. Jo. Jetzt gehen wir mal zum Bahnhof und als erstes aber zum Shop. Jo, hier haben wir so eine Apotheke, das macht Sinn. Intensivkurs, wie auch ich aus Maul. Also zum Beispiel die Mizi hier. Was? Ja, so. Wollen wir mal gucken. Na, Zigarren-Bernd. Siehst du, den Laden gibt es ja noch. Mhm. Sag mir nicht, das ist der, den du meintest. Ja. Ja? Das ist der, ja. Vorher Inner City drin, auch an der Seitenkasse. Der war hier schon immer. Das hat sich hier nicht geändert. Ja, kannst ja mal auf den Rückweg reingucken, wenn du willst. Also es lohnt sich hier, ja. Muss man echt mal sagen. Hier so ein kleiner Kramsladen. Äh,
City Hotel gibt es immer noch. Ja. Hi. Geil. Hi. Damals. Hi. Damals schon. Ja, Delbus, das Ach. Kundenzentrum. Ach, ich schon. Delbus Café. Ah, die haben natürlich wieder zu, ne? Denke ich mal. Also dafür sind wir jetzt zu spät durch den Regen auch. Ah ne, ja, ja, ja. 18 Uhr. Sind 10 Minuten vor. Haben die überhaupt Merch? Muss ich mal gucken. Ja, das sieht gut aus. Ja. Welcher? Guck doch hier schon. Hier unten ist auch ein Bus. Ja. Ein Halstuch. Ja, hier müssen wir mal kurz rein. Guck mal, was hier sieht. Ja, dann geh doch mal gucken. Genau. Tatsächlich haben wir jetzt zugegriffen. Wir konnten nicht anders bei Delbus. Und zwar diese schönen Tassen hier. Was sie gekostet haben, verraten wir nicht. Und natürlich zwei schöne Magneten. Beides das gleiche. Ne? Delmenhorst. Jo. Ne? Immerhin bin ich auch hier groß geworden und von daher passt das eigentlich auch ganz gut. Ja, hier gibt es auch Burger King im Dings hier. Weiße Taxen. Und hast du nicht gesehen? Ja, jetzt gucken wir uns mal den Bahnhof eine Runde an. Ne, das ist ja hier der Zopf. Ne? Und ja, viel mehr ist da eigentlich nicht. Ne? Also ich meine, für Delmonts ist das schon ordentlich. Muss man auch mal dazu sagen. Jetzt stehen wir hier noch an der roten Ampel. Ja, wenn wir damit durch sind, geht es wieder zurück in die City. Also noch eine gute Latscherei vor uns. Ja. Stehen natürlich ein paar kaputte rum. Ja. Naja. Lager. So ist das. So, grün ist ja. Und rüber geht's. Ich renne hier meine Sandalen rum, ne? Nur mal eben, was ihr mal eben gesehen habt. Und wir haben hier fröhliches Regenwetter, ne? Wunderbar. Da hätte ich mich eigentlich darauf einstellen müssen, denn ich kenne Delmonts ja immerhin. Und da regnet es tatsächlich sehr viel. Im Verhältnis zu Magdeburg. Ja. Also wie gesagt, hier gibt es hier nichts zu sehen. Das war es dann eigentlich auch schon. Dann geht es hier nur noch zu den Bahnsteigen, wie hier drüben, Gleis 2 und 3. Das andere konnte ich euch jetzt nicht zeigen, da saßen wir hier auf der Treppe. Ja. Und wenn wir jetzt hier gerade rüber gehen, dann kommen wir zum Youth Center. Genau. Na? Wo hier das Cineplex ist, oder Cinemax. Muss man gleich mal gucken. Oder Max. Max ist das hier. So. Am Ende kommt es auch selber raus, ist alles die gleiche Kette. Oh. Und das ist es dann, ne? Mehr ist hier nicht. Ja. Darunter geht es dann vom Nordwolle-Gelände. Und ja, ich glaube, das zeige ich euch dann lieber am anderen Mal. Das ist, ja, ich sag mal, kurz vor Mitternacht, ne? Also 6 Uhr, ist das jetzt auch nicht mehr so toll. Gut, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück und ja, wenn wir denn im anderen Ding sind hier wegen Stadt, dann zeige ich euch das natürlich nochmal wieder. Wir sind jetzt tatsächlich ein Stück weiter und ja, irgendwas ist hier gerade. Ja, hier haben wir den ehemaligen Karstadt mit dem City Point geradezu. Und den gucken wir uns jetzt natürlich von der anderen Seite an. Ja, ich befürchte, das sieht da doch etwas besser aus. Ja, soll es ja alles nicht mehr so geben, ne? Und, also habe ich nur gehört. Und deswegen schauen wir uns das jetzt direkt an und überzeugen uns da selber von. Auch Leerstand. Alles leer, also viel Leerstand. Und so weiter. Schnäppchenposten. Guck mal, Hämmerling ist auch nicht mehr. Da. Alles kaputt hier. Alles dicht. Wie ist das hier? Wie ist das hier so ein kleiner Schraubel hier? Ja. Dafür gibt es jetzt den City, dies, das, Schnäppchen und Posten und sowas. Hier war ja der Eingang vom City Point. Wenn man da direkt rein wollte, es hängt auch alles noch so da. Aber ist schon Jahre nichts mehr gewesen.
das ging so nach und nach alles raus. Hier war auch Vodafone drin. Ne? Ja. Ja. Das ist auch irgendwas zwischen angenehm und drückend, ganz ehrlich. Irgendwie so. Ja. Mal auch langsam alles dicht. So. Und das ist das, wie es jetzt ausschaut. Also nicht mehr viel los. Karstadt ist so gesehen tot, inklusive aller anderen Läden. Und ich kann mich noch erinnern, wo ich selber noch klein war, da bin ich hier gerne reingegangen. Ja? Also ich kam von da drüben, bin dann hier rein und dann hat er die Rolltreppen. Und dann war auf der Seite, also es war ein bisschen Schreibwaren und so, und dann war auf der Seite Kit ausgestellt. Ihr habt richtig gehört, 1:1 Kit. Ja, so klein wie ich war, habe ich einfach mal gefragt, ob ich mich reinsetzen darf, ob ich die Motorhaube öffnen darf und so. Das durfte ich tatsächlich. Es gab dazu auch einen Zeitungsbericht. Ich habe ihn leider nicht mehr. Wer ihn hat, bitte mal kommentieren. Ich wäre richtig interessiert daran, den wiederzukriegen. Ja, auf jeden Fall, da war das. In dem Karstadt war das hier hinter dem Horst. Das muss so 90, 91 rum gewesen sein. Oben waren dann Spielwaren. Ja. Und jetzt bewegen wir uns wieder Richtung C&A, also auch wieder Richtung Auto. Und sehen zu, dass wir jetzt hier langsam wieder rauskommen. Ja. Ist dann aber auch wirklich genug. Na? So, dann gucken wir mal weiter, was noch alles so gibt. Das hat sich ganz schön alles verändert, ja. Das hat sich auch alles verändert. 20 Jahre war ich nicht mehr hier. 20, 21 Jahre. Ich muss überlegen. C&A war noch da. Ja, damals hatte ich noch das schönere Leben. Das alte C&A. Das Einzige, was hier noch geblieben ist, sind die Steine. Ja, das ist wirklich so. Ja, und eben wie gesagt, Kupje. Otto Akropolis. Kupje. Ja, Edeka. Edeka Kupje. Das ist eine Edeka, gehört zur Edeka-Gruppe. Nein. Irgendwie. Wusste ich auch noch nicht, aber jetzt wissen wir es. Geflügelspezialitäten. Oh Mann. Ja, der C&A ist noch da. Wie gesagt, der wurde aber scheinbar irgendwie mal umgebaut. Also ein bisschen erneuert, modernisiert. Ja, muss, ne? Ich fasse es nicht. Echt jetzt? Es gibt ihn noch. Es gibt ihn tatsächlich noch. Jo. Ja, das war für mich Pflichtprogramm als Kind. Ja. Da hinzugehen. Genau da rein. Ja, aber da gab es doch die schönen Junior-Tüten. Da war nicht nur was Schönes drin. Da brauchte ich keine Junior-Tüte. Warte mal eben, muss ich mal hier vorne hinsetzen. Ob die ja, ist halt gleich trocken geworden. Ne? Erzähl ich euch doch mal ein bisschen was. Und zwar folgendes. Ich, ja, wenn ich hier so in der City unterwegs war, da war ja Woolworth hier vorne noch, also da so in die Richtung. Ob die da jetzt so sind, weiß ich nicht, ich befürchte nicht. Habe ich immer so eine Pause hier gemacht. Weil ich bin ja früher als Kind. Entweder mit dem Rad oder zu Fuß bin ich hier reinmarschiert. Von der Sickerstraße, da höher Tankstelle, ne? So. Ja. Früher habe ich viel zu Fuß gemacht. Viel mit dem Fahrrad. Ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber es ist so. Und ja, dann habe ich mir gesagt, ach, gönn dir was Tag. Ne? Wenn ich schon mal in der Stadt war, habe ich gesagt, machst du dir einen gönn dir was Tag. So, so hieß das dann bei mir. Dann bin ich hier reinmarschiert und habe mir einen Cheeseburger geholt. Bei diesem McDonald's. Das ist so meine kleine persönliche Erinnerung daran an McDonald's, genau an diesem. Aber der sah da noch ein bisschen anders aus, als er jetzt hier dasteht. Ja, also es wurde ein bisschen umgebaut. Da ist das Rathaus da drüben. Da kann ich euch auch noch was zu sagen. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich wollte zum Oberbürgermeister.
weiß ich, ob das jetzt hier wegen meinem Stiefvater war, wegen Glasgebäudereinigung. Und auf jeden Fall wurde ich tatsächlich hingelassen. Und ja, da habe ich ein Buch gekriegt, also wir müssen uns nicht unterhalten, so. Also war richtig cool. Und ja, habe ich ein Buch gekriegt, ne, über die Geschichte der Stadt Delmors. Leider habe ich das nicht mehr, das ist irgendwie untergegangen. Also ich habe das immer so schön in Ehren gehalten und jetzt das, komplett weg. Ich weiß nicht, wo das abgeblieben ist. Ich meine, vielleicht taucht es doch nochmal auf, ich weiß es nicht. Ne? Ja, aber so ist das. Jo, ansonsten hat sich mein Leben hier nicht nur in der City abgespielt, sondern auch in anderen Stadtteilen hier. Und ja, und haben wir anderen auch da auf dem Schrottplatz hier. Ne? Oder ja, natürlich auch in der Schule, ist klar. Ne? Ja, oh, war halt ganz cool. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal weiter in die Richtung da drüben, ne, Richtung Woolworth. Und also mehr oder weniger Richtung Teddy jetzt. Also Teddy ist eigentlich schon zu weit, aber ist jetzt der nächste Anlaufpunkt hier in dem Sinne. Ne? Ja. Und dann wollen wir gleich mal gucken, was da alles so gibt. Ja, okay. Lassen wir da mal so unkommentiert. Ja, dann gibt es hier noch so einen Zigarrenladen. Ne? Gleich daneben die Apotheke. Ich bin nach Süden zugewunken. Wolltest du baggern oder was? Nein, ich bin an so einem Publikum zu. Ach so. Ja, hier ist noch ein Täubchen. Hallo. Na, Täubchen, heute Abend schon was vor? Soll mal schon. Nee, die kommt nachher. Die rennt mir zu eilig. Ja, aber Mutti an Spieß. Und so wie es aussieht, ist das sowieso ein Männchen. Also von daher. Oh, die sieht schön aus da. Da drüben. Die weiß-grau gefleckte. Oh, und dann waren wir vorhin hier mal kurz in der Kraft so ein bisschen. Also ganz vorne an. Ne? Das reicht eigentlich schon. Und was seht ihr da? Außer, dass ich mir hier den Schweiß gerade von der Stirn wischen muss, damit da nicht in die Augen fließt. Ja, was seht ihr da? Tatsächlich Gänse. Richtig schöne weiße Gänse und irgendwelche anderen Enten. Oh, guck mal. Da haben wir noch mal eine schöne Taube. Hallo. Moin. Ja, da wusste sie jetzt nicht, was sie davon halten soll. Echt niedlich. Voll süß. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ne? Mir läuft auch gerade ein bisschen die Nase. Und eins ist sicher, ich mache hier definitiv jetzt noch mal ein Foto. Weil früher konnte ich das nicht so gut und jetzt mache ich das. Jetzt hole ich ein bisschen was nach. Ach, da ist sie ja wieder, die Kleine. Süß. Gut, also. Und weiter geht's. Schon wieder ein bisschen mehr. Tatsächlich. Ich weiß jetzt ein bisschen mehr. Wie ich ja gesagt hatte, mit Woolworth. Und zwar ist da, wo Woolworth drin war, jetzt Nanunana drin. Ja, so schnell ändert sich die Zeit. Ne? So schnell kann er kommen. Und hier noch eine ganz alte Apotheke. Eine der ältesten hier. Ja. Ach, guck mal, da ist ein Hund drauf, das war schon ein Hund. Möglich, tatsächlich möglich. Ich würde sagen, wir holen uns noch mal eine Cola bei Dings raus, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Cola im Auto jetzt noch kühl ist. Also das gleiche Spielchen wie letztes Mal. Ja, vor 2 Wochen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Echt, dann kommen wir langsam verarscht vor hier. Scheiße. So. So. Und das ist es dann, ne? Aber das musste jetzt einfach mal sein. Und ja, Benetton ist hier tatsächlich gar nicht mehr vertreten. Ne.
die Jouve Brigitte. Aber es hat sich viel geändert hier. Naja, so ist das eben. Gut, dann holen wir uns mal eine Cola raus und dann geht's ab nach Haus. Also, das war das Video aus Delmenhorst. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like, Kommi, Abo etc. alles da. Und bleibt mir wohl gesund und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Video morgen. Danke fürs Zuschauen.